Äthiopien, Heimat des Kaffees. Land mit einer 1600 Jahre alten christlichen Tradition, in dem Orient und Afrika aufeinandertreffen. Das Land am Horn von Afrika ist dreimal so groß wie Deutschland. Nach Nigeria ist es der bevölkerungsreichste Staat Afrikas. 100 Millionen Menschen leben hier. Es gibt mehr als 80 Volksgruppen. Viele politische und ethnische Spannungen führen immer wieder zu Konflikten. Das Bild von Äthiopien ist noch heute von der Hungersnot in den 1980er Jahren geprägt. Doch mittlerweile wächst Äthiopiens Wirtschaft rasant. In den Städten wird überall gebaut. Die Regierung investiert in Mobilität. Die erste Straßenbahn südlich der Sahara fährt in der Hauptstadt Addis Abeba. Trotzdem gehört Äthiopien noch immer zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Großteil der Bevölkerung bleibt von der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten. Als Kleinbauern versuchen die meisten Äthiopier mit archaischen Anbaumethoden ihr Überleben zu sichern. Besonders Frauen leisten Knochenarbeit, tragen die schwere Last des Alltags. Die meisten Menschen leben unter schwierigen Bedingungen. Umso wichtiger ist vielen Menschen ihr Glaube. Fast die Hälfte bekennt sich zum orthodoxen Christentum. Die Katholiken sind mit weniger als 1% eine Minderheit. In der katholischen Kirche gibt es zwei Riten. Hier in Addis Abeba gilt der äthiopische Ritus. Fast die gesamte Liturgie wird singend vorgetragen. Dabei wird in Amharisch und in der alten Kirchensprache Gebets rezitiert und gesungen. Im Süden hingegen, wo die überwiegende Mehrheit der Katholiken lebt, gehören viele Völker dem schwarzafrikanischen Kulturraum an. Dort feiern sie die Messe im lateinischen Ritus und in ihrer lokalen Sprache. Prozessionen mit bunten Zeremonieschirmen gehören wie im Norden mit dazu. Genauso wie ein Symbol für die Bundeslade, das ein Priester bei besonderen Festen verhüllt auf dem Kopf trägt. Äthiopiens Christen glauben fest daran, dass sich das biblische Heiligtum im Lande befindet. Im Regenwald der Kaffa-Region. Sie gilt als Ursprungsort des Arabica-Kaffees. Schwester Kidist kümmert sich um arme Familien. Viele hoffen, mit Kaffeeanbau Geld zu verdienen. Kein leichtes Unterfangen. Der Kaffeebauer Kenito Atumo hat gerade damit begonnen, Kaffeesetzlinge zu züchten. Kaffeebäume brauchen viel Pflege, bevor sie Ertrag bringen. Erst nach 3 Jahren kann er die Kaffeekirschen ernten. Schwester Kidist unterstützt das kleine Waldvolk der Menyas, denn sie werden oft diskriminiert und ausgegrenzt. Auch Kenito, seine Frau Tigist und seine Kinder gehören dazu. Sie arbeiten hart und verdienen sehr wenig. Wir fördern Frauen, produzieren mit ihnen Strickwaren, die sich auf den lokalen Märkten in der Nähe gut verkaufen lassen. So können die Frauen ein bisschen Geld verdienen. Ein kleines Einkommen mit großer Wirkung, denn die Frauen fühlen sich respektiert und wertgeschätzt. Wir besuchen eines von vielen Flüchtlingscamps im Süden. Trotz der Armut ist Äthiopien das zweitgrößte Aufnahmeland für Geflüchtete in Afrika. Die meisten stammen aus Krisenländern wie hier aus dem Südsudan. Ein starker Anziehungspunkt für die Katholiken im Camp ist die Kapelle. Die katholische Kirche von Gambella hat sie gebaut, ein Stück Heimat in der Fremde.
Pfarrer Petros, der hier heute die Messe feiert, ist von den Flüchtlingen beeindruckt. Wenn ich die Flüchtlinge sehe, stärkt mich das in meinem Glauben. Denn ein Flüchtling zu sein ist nicht einfach, den Glauben nicht zu verlieren, angesichts der vielen Probleme und des Leids. Manche haben ihre Familie verloren. Das kann deinen Glauben erschüttern. Während der Messe siehst du sie trotzdem singen und Gott danken. Ob im Flüchtlingslager in Gambella oder bei den Menyas in der Kaffa-Region, die katholische Kirche Äthiopiens setzt sich für entwurzelte und ausgegrenzte Menschen ein. In Zeiten großer Umbrüche schafft sie für die Menschen ein Stück Heimat.